Heute, was geht ab, Leute? Hunger. Wir haben hier unseren ersten Tohydrate. Also schauen wir mal, wie es ablaufen wird. Hier sind echt übertrieben viele Ameisen. Ja, wird schon gehen. Ich bin gespannt. Normalerweise dauert es immer eine Weile, fast immer am Ende des Events, dass ich den 3er Solo Raid mache, den neuen 3er. Aber diesmal habe ich ihn gleich am ersten Tag entdeckt. Und ihr werdet gerade attackiert von den Ameisen, Mann. Alter. Machen wir den Raid mal schnell, bevor die Ameisen die Kamera überfallen. So. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr schon Erfahrung mit Tohydro gemacht habt. Habt ihr den schon gemacht? Wie leicht, wie schwer war der? Ich habe echt keine Ahnung. Wasserundicht ist der, wir werden sehen. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er allzu schwer sein wird. So. Und los geht's. Ich habe meine Bisaflor-Armee. 96er Shiny vom C-Day. Mit der neuen Attacke. Ansonsten meine Standard. Der 100er. Auf Max. So. BP-technisch hat er jetzt, glaube ich, auch nicht so viel. Hydro-Pumpe haut natürlich immer rein. Hydro-Pumpe allgemein einfach zu krass. Selbst gegen Pflanzen-Pokémon, also Sachen, die. Ja, da. Wo es eigentlich nicht effektiv ist. Ich denke, wir benötigen schon alle 6. Ja, vielleicht wahrscheinlich 4 oder 5. Aber ihr seht schon, wir sind gleich bei der Hälfte. Und es sind noch über 130 Sekunden. Also er ist wahrscheinlich so eine Glascannon, zockt relativ viel ab, aber hält natürlich nicht viel aus, weil der geht schon echt runter wie Butter. Schafft man den vor 100 Sekunden? Na, ich glaube nicht ganz. Wahrscheinlich so 80. Ich denke so 80 ungefähr. Der wird jetzt noch sterben, ohne noch einen Solarstrahl abzufeuern. Ja, so 80 kommt, glaube ich, hin. Also auf jeden Fall eher einer der eher leichteren. Wenn nicht sogar einer der leichtesten. Ja, ein bisschen über 80, aber nur ein bisschen. So, Solarstrahl und ciao. Bam. Puh. So, Kikli Nocturne hatten so um die 20 Sekunden noch. Lunastein, ich hatte da unter 10 Sekunden, aber da hatte ich einen kleinen Fail. Ansonsten wahrscheinlich auch so um die 20 Sekunden. Und der hier jetzt hat nicht mal einen Sonderbonbon gebracht, traurig. Wie viel hatte der jetzt gerade? Über 80 Sekunden, also traurig. 100, da bräuchte ich noch. Schauen wir mal. 1110, ich glaube nicht. Benutzen wir mal die hier. Alter, die habe ich schon so lange nicht mehr benutzt. Hauptsächlich nur zum Füttern. So, bewegt sich zur Seite wie Kyogre. 1110 kann eigentlich nicht 100 sein. Puh, excellent. Wir werden es sehen. Ey. Er wehrt sich. Er wehrt sich gegen ein excellent. Der traut sich was. Nochmal excellent. Und drin geblieben. IV-Check. Oh, und Quest erfüllt. Aber erstmal IV-Check. KP? Oh, strong. Naja. Das war's vom Tohydro 3er Solo Raid. So, das war's vom Tohydro Raid. Ich muss sagen, möglicherweise der leichteste 3er Solo Raid. Ist auf jeden Fall in den Top 3. Ich glaube, Sichlor war noch einer der leichtesten und Porygon. Müsste ich nochmal die Zeit vergleichen, für wen ich da am wenigsten gebraucht habe. Aber ihr wisst, ein Raid, eine Box zum Öffnen. Nee, Spaß, ich habe keine Box am Start. Heute nur ein kurzes, schnelles Video, nur der Raid, weil ich noch auf eine Messe gehen muss. Aber morgen, oh mein Gott. Aber morgen kommt das Video von meinem Mewtwo X Raid. Okay, beruhig dich mal wieder. So. Morgen kommt das Video von meinem Mewtwo X-Raid und Arktos fange ich dann auch noch. Also Arktos und Mewtwo X-Raid
Wer mir auf Instagram folgt, der hat gesehen, übrigens folgt mir auf Instagram, der hat gesehen, ich habe was in der Story gepostet. Es ist möglicherweise wieder ein gutes Mewtwo. Also schaut vorbei. Aber das war's von mir erstmal. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon is serious business.